Dann würde ich den Dr. Bohn nach vorne bitten, der macht das. Der hat den Überblick. Unser Fraktionsvorsitzender, Dr. Wolfgang Bohn, hat bereits vor 40 Jahren Verfahren geführt gegen Atomkraftwerke, gegen sogenannte Kernenergie, weil es einfach nicht sicher ist und die Verstrahlung letztlich auch die Menschen schädigt. Ja, Herr Bohn wird sprechen. Sie können sich ruhig mal dieses Mikrofon hier nehmen. Gut. So klappt das wunderbar. Also könnt ihr mich hören, die Auserwählten, die da sind. Prima. Genau. Herr Bohn, Sie sind langjähriger Vorsitzender der NPD-Fraktion Wetzlar. Sie sind auch öfters im Ältestenrat zugegen. Sie bekommen ja Aug in Aug mit, was hier alles schiefläuft in der Stadt, gell? Naja, zwangsläufig, wenn man in dem Haufen dann gelandet ist, kriegt man natürlich die Feinheiten mit. Ja, Sie hatten ein paar Einblicke vorbereitet in die Politik der Stadt Wetzlar. Und die Überschrift lautet quasi Kommunalpolitik mit Anspruch. Naja, ich setze meinen Anspruch dann anders. Ich habe ihn mehr allgemeingültig formuliert und bin nicht in die Details gegangen. Thomas Handusch hat ja jetzt sehr deutlich den Kleinkram abgehandelt, der hier sich negativ abspielt. Das brauche ich nicht nochmal zu wiederholen. Das kann man bei dem Vortrag von Thomas Handusch, der ja mit viel Herzblut gehalten worden ist, durchaus dann ablesen. Und ich will das Ganze ein bisschen anders aufziehen. Na gut, dann würde ich sagen, lassen wir uns überraschen. Nochmal einen herzlichen Applaus für den Fraktionsvorsitzenden der NPD-Fraktion Wetzlar, Dr. Wolfgang Bohn, Dr. Med. So, liebe Zuhörer, liebe Kameraden, ich will nach alter deutscher Tradition mal mit was ganz anderem anfangen. Mir ist ein Gedicht von einer deutschen Frau über den Weg gelaufen, das möchte ich Ihnen doch mal zu Herzen bringen. Diese Frau heißt Ingeborg Capra-Teuffenbach. Es wird den wenigsten bekannt sein, dieser Name, aber sie ist eine typisch deutsche Frau, und wenn man den Volkslehrer gehört hat, was deutsch ist, sie hat gedichtet mit unseren Worten eine Stimmung wiedergegeben, wo die deutsche Seele zum Tragen kommt. Sie überschreibt ihr Gedicht mit Gemeinschaft. Wo einer denkt, entsteht ein kleiner Funke. Wo tausend denken, wird daraus ein Licht. Ein Tröpfchen Wasser reicht noch nicht zum Trunke. Und ein Erkenntniskorn genügt noch nicht. Erst wenn dasselbe Millionen fühlen, erst wenn uns allesamt ein Ding bewegt, kann unser Handeln jenen Wert erzielen, der die Gewähr für unsere Zukunft trägt. Aus der Gemeinschaft muss Erlösung kommen, denn sie allein befruchtet unseren Geist. Aus ihr hat mancher schon die Kraft genommen, die Mauern und Gebäude niederreißt. Wo einer schreitet, geht sein Schritt verloren. Wo tausend schreiten, ist ihr Gang voll Wucht. Drum haben wir uns unlösbar verschworen und fügen uns in Ordnung, Sinn und Zucht. Kommunalpolitik mit Anspruch. Liebe heimattreuen Kameraden, verehrte Gäste, fast 10 Jahre bin ich nun Kreistagsabgeordneter und fast 5 Jahre in der Wetzlarer Stadtverordnetenversammlung. Als eine Bekannte in den Kreistag einzog, sagte ich zu ihr: Wollen Sie sich das wirklich antun? Sie erleben hier ein reines Affentheater. Neulich bekam ich von ihr zu hören: Sie hatten recht, Herr Bohn. Ein zweites Mal will ich mir das nicht antun. Wir von der heimattreuen Truppe wollen uns und müssen es uns leider antun, nämlich gegen die Volks- und Kultur- und Heimatzerstörer öffentlich Stellung nehmen und beziehen. Wer für sein Volk und seine Kultur steht, wer für die ökologische Heimaterhaltung steht, vertritt immer gültige Wahrheitsfundamente. Wie sagte der alte General Ludendorff: Sieg der Wahrheit, der Lüge Vernichtung. Das war sein Wahlspruch. Nebenbei,
alle großen Geister dieser Erde, ausnahmslos, traten für die Wahrheit ein. Denn Lüge, früher oder später, für den einen oder für den anderen, führt zu Leid. Das ist eine Volksweisheit. Unser politisches Bestreben ist es, unablässig gegen die Lüge anzutreten, um Leid von unserem Volk und unserer Heimaterde abzuwenden. Heute ist die Lüge leider auch auf kommunalpolitischer Ebene eingezogen. Nicht nur in der großen Politik vorherrschend. Die große Politik muss den Siegermächten dienen und deren Hauptsiegermacht, die sich geschickt im Hintergrund hält. Die hat die Vernichtung des deutschen Volkes als Hassziel ausgegeben. Leider. Wir Heimattreue leben natürlich gefährlich. Viele Unschuldige darben in den Kerkern der Machthaber hier. Weggesperrt durch hassverblendete und willfährige Richter. Die politische Justiz ist halt eine Hure. Sie macht für jeden Machthaber die Beine breit. Unser Bestreben im Lahn-Dill-Kreis und in der Stadt allerdings hat einen schweren Stand. Lüge kämpft immer heftigst gegen die Wahrheit. Die Presse im Lahn-Dill und in Wetzlar berichtet praktisch nie über unsere Redebeiträge in den Parlamenten. Dennoch haben die Wähler in Wetzlar und im Lahn-Dill-Kreis die NPD wahrnehmen können. Dank Ingo Helge, dank den Querdenkern von der NPD und ihren Artikeln, die im Klartext festgehalten werden, und dank der treuen Helfer, die den Klartext in Wetzlar und im Kreis verteilen. Diesen Wagenziehern sollten wir mal unseren herzlichsten Dank durch deutlichen Applaus geben. Natürlich haben wir abstimmungsmäßig im Parlament kaum Gewicht. Wenn die NPD Anträge einbringt, so stimmen alle anderen geschlossen in Absprache gegen uns. Zweimal allerdings ist es uns gelungen, das Zünglein an der Waage zu sein. So wurde die ehemalige Fraktionssprecherin der SPD im Kreis keine Schuldezernentin. Und mit unseren Stimmen, das waren gerade mal insgesamt mit 3 Stimmen gegen sie mehrheitlich, ist die abgelehnt worden. Das waren 2 Stimmen von der NPD und noch irgendein Wechsler von der SPD. Einmal wurden die erweiterten Gelder für die Fantastische Bibliothek auch abgelehnt mit unseren Stimmen, ganz knapp. Wir mahnen im Parlament ständig an. Wir mahnen gegen den Flächenfraß, wie es schon erwähnt ist, gegen die Betonwüste auf kostbarem deutschen Boden. Politikerfahrene, die wissen, meist wird in der Politik genau das Gegenteil getan, wie die Herren, die an der Macht sind, es mündlich uns postulieren. So gibt es in Wetzlar, eben schon erwähnt vorhin, das Bodenschutzkonzept. Aber der Boden wird nicht geschützt. Das Wort ist dann schon falsch angewendet. Denn politischer Entscheid kann sich über den Bodenschutz hinwegsetzen, so sagte es der Abgeordnete vom Hessischen Ministerium. Ein Baugebiet nach dem anderen wird hier aufgelegt. Für wen? Für ein zurzeit sterbendes Volk? Brauchen wir das so? Nein, denn dafür wären absolut keine neuen Häuser notwendig. Aber wenn jährlich 400.000 bis 800.000 Fremde in unser Land gepresst werden, dann reicht der Wohnraum nie. 2015 hat ja unser Volk, die gegen unser Volk hassende Frau Merkel, die Grenzen geöffnet, um auf einmal 2,15 Millionen Fremde aufzunehmen. Diese Zahl 2,15 Millionen habe ich aus der Süddeutschen Zeitung entnommen. Die hat mal eine exakte Statistik gemacht. Es waren keine 1,5 Millionen, es waren 2,15 Millionen. Von der jährlich zufludenden Zahl 400.000 bis 800.000, die bislang ohne Corona jährlich zusätzlich ohne 2015 da reingepresst worden sind, da hören Sie in der Mainstream-Presse praktisch nichts. Die neu aufgenommenen, die müssen natürlich Wasser haben, die machen Müll und sie müssen ernährt werden. Also sind die Folgen Trinkwassermangel, im Sommer regnet es kaum noch obendrein. Woher soll das Wasser kommen? Sie machen Müllberge, die Deponie, der Deponiewohnraum für unseren Müll, der stößt an die Grenzen. Wir, die Steuerzahler, müssen sie auch noch ernähren. Noch stellen die Deutschen
in der überwältigenden Mehrheit die Steuerzahler. Was ist die Folge? Die BRD hat die höchste Steuerbelastung der Welt. Ich rechne hier die versteckten Steuerzahlungen mit ein. Wir lehnen bei den Abstimmungen die Haushalte ab, denn sie enthalten diese erheblichen Sonderzuwendungen für fremde Eroberer aus aller Herren Länder. Leider, offensichtlich haben wir Deutsche den genetischen Webfehler, dass wir fremdengeil sind, so würde ich das heute ausdrücken. Dem Fremden, diesem Wohl zu gefallen, wird von den Regierenden immer wieder neu praktiziert. Ulrich von Hutten, der alte deutsche Dichter im Mittelalter, klagte schon darüber. Bedenkt, dass ihr Fürsten doch Deutsche seid. Die Fürsten damals schon haben französische Gelder angenommen, um eine antideutsche Politik dann zu machen als Fürsten. Die Madame de Staël, die sagte 1805, fremdensüchtig biedern die Deutschen sich dem Bonaparte an. Und heute? Biedern sie sich an den Siegermächten, vornehmlich der USA, den Israelis, den fremden Einwanderern. Wir möchten nicht unser Land, den ererbten, übrig gebliebenen Lebensraum unserer Kinder verschenken. Die Herrschenden tun es, auch auf kommunaler Ebene. Sie verhöhnen damit alle Blutopfer der letzten 2000 Jahre, die unser Volk für die Lebensgrundlage unserer Kinder, ja für Europa, erbracht haben. Wir im Parlament Wetzlar waren die ersten mahnenden Aufklärer gegen die energetisch ineffizienten Windkraftanlagen in Blasbach und Hermannstein. In Mittelhessen, das haben wir klar statistisch sagen können, mit regierungsamtlichen Windmessgeschwindigkeiten ist die Windenergie nicht effizient. Und Thomas Handusch hat es ja schon gesagt, sie lohnt sich nur für die durch Subventionen und für diejenigen, die das Geld einsammeln und nicht für den Steuerzahler. Die Herrschenden von SPD, Grüne, FWG mit Billigung der CDU im Ortsbeirat Blasbach, die machten unsittliche Verträge mit den Betreibern. Das haben wir dann auch noch öffentlich gemacht. Denn die Windtürme haben riesige Fundamente aus Beton und die sind 4 bis 5 Meter tief im Boden drin. Diese Beseitigung nach Stilllegung bleibt letztlich beim Steuerzahler hängen. So wurden die Verträge gemacht. Unsittlich, man schüttelt sich. Wir von der NPD favorisieren getrennten Wasserverbrauch. Trinkwasser und Brauchwasser muss getrennt werden. Für Brauchwasser, für Toilette, Garten etc. Und bei Neubauten müssen meines Erachtens im Garten immer Regenwasserzisternen eingebracht werden. Baden-Württemberg hat das schon zur Pflicht gemacht. Ich habe es jetzt ständig die Bretter gebohrt hier im Parlament, dass sie jetzt bei den Neubaugebieten auch das hier in Wetzlar endlich machen. Und das wird jetzt in Dudenhofen und Münchholzhausen endlich auch angefangen. Aber dort wird nun eben auch ein großes Rückhaltebecken zusätzlich gebaut, das wir eigentlich in dieser Größenordnung nicht bräuchten, wenn eben konsequent die Zisternen in die Gärten fürs Regenwasser eingebaut würden. Na gut, für Straßen und für Gehwege, das ist auch die Bodenversiegelung, da machen sie eben dann das Rückhaltebecken. Und aber in dieser Größenordnung bräuchte man es dann nicht, wie es jetzt gemacht ist. Und dann ist in der Landwirtschaft im Land dann wieder ein Riesenloch, was betoniert ist und was in dieser Größenordnung man eben wieder Bodenversiegelung, Betonierung nennen muss. Um es kurz zu machen, wir legen den Finger bei den Debatten im Parlament in die kommunalpolitische Unsinnswunde. Zum Dank bekam ich in der letzten Versammlung von einem Vorzeigejuristen aus Wetzlar zugerufen, Sie Drecksack. Unser Anspruch ist es, den gesunden Menschenverstand nicht nur auf Bundes- und Landesebene anzuwenden, sondern eben auch auf kommunaler Ebene. Wenn wir also die Lügenpolitik der alliierten Knechtschaftserfüllungsgehilfen brandmarken, so handeln wir uns von
eigenen Deutschen die Koseworte Nazi, Drecksack, Verfassungsfeind und andere liebe Worte ein. Da wir zu unserer Geschichte, zu unseren Vorfahren und deren Blutopfer stehen, da wir schlichtweg Deutschland lieben und uns der Wahrheit verpflichtet fühlen, halten wir den Druck der öffentlichen Diffamierung aus. Wie sagte Pierre Richter, unser Erbgut ist unsere Gottheit. Unseren Kindern, den Trägern dieser Gottheit zuliebe, handeln wir und dienen wir. Das ist unser Anspruch. Lasst uns dies weiter klar bekennen und danach handeln. Heil unserem geschundenen und geknechteten Deutschland. Danke fürs Zuhören. Unsere Heimat, unser Auftrag.